Commander. Oh. Und jetzt geht's los. Moin, Joker hier. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von Batman. Batman wollen wir weitermachen. Und mir spielt hier einer einen Streich mit den Kartons, dass ich mich hier gar nicht bewegen kann. Batman Bauphasen 18, 19, 20, 21, 22. Also wir wollen heute eine Menge schaffen. So viel ist das eigentlich gar nicht, weil wir haben ja in der letzten Bauphasen haben wir ja Fingers. Die Fingers fertig mockt, ne? Flinke Fingers hier. Und wir machen in Bauphase 18 weiter mit der linken Hand. Und einen Daumen. Und einen Daumen. Einen dicken Daumen. Ja, das zeige ich euch gleich. In den Bauphasen 19, 20, 21 geht es um die rechte Hand. Und da ist sie. Ich habe eine kleine Faust gemacht. Ne? Da ist sie. Der Joker kriegt erstmal eine, ne? Und noch eine. Oh, hoffentlich, wenn die zwei fertig sind, ne? Ach, du grüne Neune. Gut, und mit der 22, da gibt es noch was Neues. Das zeige ich euch dann natürlich einmal extra. Erstmal machen wir zusammen die Bauphase 18. Dafür kommt ihr auf meinen Basteltisch. Auf Jokers Basteltisch. Und ja, legen wir los. So, hier haben wir noch die vier Fingers vom letzten Mal. Und dann haben wir hier einen Daumen, einen dicken Daumen. Ein paar Schrauben dazu. Passende. Moment. Gleich mal hier für Ordnung sorgen und die schon mal rausholen, damit wir da nachher gar nicht lange mit rumeiern müssen. Dafür eiern wir jetzt dann ein bisschen damit rum. Das sind PB1, PB2 und eine andere. Wie die heißt, habe ich vergessen. Ist aber auch nicht so schlimm. Und dann haben wir hier Plastikscheiben, die dann zur Verstärkung dienen. Als für die Gelenke quasi. So, dann scrollen wir mal ein bisschen dichter ran. Und dann nehmen wir mal die ersten Teile und wir brauchen hier den mit den Nupsis. So, mal alles ein bisschen beiseite, damit wir uns auf den dicken Daumen konzentrieren können. Und hier kommen dann diese Ringe rüber, so wie bei den anderen Fingern. Beim letzten Mal auch. Dann kommt die Daumenkuppe. Da müssen wir dann aufpassen, wie rum wir das Ganze machen. Und zwar so rum. So, das muss hier dann drauf geschoben werden. Und in diesem Falle haben wir dann hier oben einmal ein Ring, der nachher hier drin reingeschraubt wird. Da habe ich ein Riesenproblem gehabt, bei dem anderen ist mir das abgebrochen. Also hier müsst ihr vorsichtig sein, das bricht ganz leicht ab. So, jetzt kommt das Bauteil hier rüber. Und dann nehmen wir die PB1 Schrauben, stecken die hier rein und schrauben die quasi fest. So, hier haben wir ein bisschen was beiseite packen. So, das machen wir hier natürlich auch. Ich habe hier noch Plastikspäne hier dran, ne? So, damit wir den Daumen dann auch fertig bekommen. Hier drauf kommt dann auch noch einer von diesen kleinen Ringen, Plastikringen. So. Und einer bleibt dann übrig. Jetzt sollen wir an
der Hand den Daumen anschrauben. Und ja, man lernt ja auch mal ein bisschen dazu, weil der mir abgebrochen war beim Reinstecken dieser Nupsis hier. Deswegen lassen wir das jetzt erstmal noch sein, weil die hier reinzustecken geht nicht ganz einfach. So, hier straft er mich lügend. Das ist auch in Ordnung so. Wenn das jetzt besser geht wie vorhin, habe ich damit natürlich überhaupt gar kein Problem. So, ich fange auf einer Seite... Oh, jetzt, ja, das darf so weitergehen. Das darf so weitergehen, dass sie ganz leicht und einfach rein vom Funktionopeln. Ich habe vorhin viel mehr Schwierigkeiten gehabt. Na gut, da war die Kamera ja auch nicht an. So, jetzt geht der nicht rein. Na gut. Ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja einen kleinen Trick. Einmal positionieren und dann guckt er hier noch rüber. Das müssen wir dann reindrücken und runterdrücken, dass das Ganze drin ist. So, jetzt haben wir wieder einen übrig, der dann beiseite kann. Jetzt müssen wir natürlich den Daumen mit einer PB01 Schraube anschrauben und ich hoffe, dass mir dieses Mal kein Missgeschick passiert. Der kommt dann hier so rein und wird dann von hier innen angeschraubt. Ich habe dann bei dem anderen dann einmal das Loch ein bisschen aufgebohrt, tiefer gebohrt mit 1 mm und habe dann eine große Schraube vom Zitronen genommen und ja, ist trotzdem fest und das ist ja wichtig. So, ob das jetzt so richtig rum ist, ja, sieht glaube ich so aus, aber das sehen wir nachher, wenn wir die anderen Fingers dran haben. So, dann kommt hier ein dicker Ring rüber, dieser hier, dieser dicke Ring, und hier kommt der dann oben rüber. Hier ist dann nachher die Verbindung zum Arm. So, der kommt dann hier rauf und das kommt dann mit einer PWB, so hieß die, was ich vorhin gesagt habe, welche Schraube ich nicht weiß, eine PWB-Schraube. Die wird dann hier reingeschraubt, eine Hütchenschraube quasi. So, jetzt kann man schon ein bisschen sehen, dass es eine Hand wird, ne? Eine linke Hand, haben wir ja gesagt. Und jetzt kommen dann die Fingers. So, und jetzt haben wir ja verschiedene Größen. Ne? Zwei kleine, zwei große. So, jetzt kommt dann der Zeigefinger, ist ein kleinerer. Kommt dann hier reingesteckt in das Plastik. Dann nehmen wir einen größeren. Natürlich so gucken, dass die Fingerkuppen richtig rum sind. Ne? Dann haben wir einen größeren Finger, noch einen größeren Finger und dann, ne, dieser ist dann doch falsch, das ist ein kleiner. Aufpassen, sonst sieht das nachher komisch aus, aber gut, machen eine Faust, dann sieht man das nachher nicht mehr so. So, sind die alle drauf? Und dann müssen wir natürlich gucken, dass wir das Oberteil vernünftig raufkriegen. Also das heißt hier die Nupsis alle rein und schön zusammendrücken. Und dann haben wir die PB2 Schrauben. Und dann fangen wir erstmal hier unten an, das Schraubloch finden. Noch habe ich es nicht gefunden. Das sollten wir natürlich richtig positionieren. So, hat geknuckelt. Schraube drinne. So, suchen wir mit der zweiten genauso. Hat geknuckelt. Schraube drinne. So, dann bitte hier. Hat nicht geknuckelt, aber trotzdem Schraube drinne. Und
die letzte Schraube für die Hand. So, habe noch kein Schraubloch gefunden. Jetzt. Und fest. Die erste Hand, obwohl das, ich das beim zweiten Mal gemacht habe, hat viel besser geklappt wie bei der ersten. Gut, jetzt ist mir hier genau die gleiche Scheiße passiert. Ich habe das jetzt gedreht und es ist abgebrochen. Ich wollte die Gimmick gerade zur Faust machen. Und ja, das ist leider ja, Müll. Und das muss ich jetzt natürlich nochmal wieder auseinander machen, um dann hier einmal ein bisschen aufzubohren. Hier bohren wir dann einmal rein, bis es nicht mehr weitergeht, bis wir zur Schraube kommen. Nun habe ich ja Gott sei Dank, habe ich glaube ich noch so eine lange Schraube, die ich vorhin beim Zitrönen hatte. Wer jetzt kein Zitrönen hat, der muss natürlich gucken, dass er auch so eine Schraube hat. Jetzt kann ich den Kladderadatsch hier nämlich wieder auseinanderschrauben. Und ja, das mache ich eben alleine. Ich hoffe, ich kriege das hin. Also, da habt ihr gesehen, ich habe das jetzt schon zum zweiten Mal abgebrochen. Und ja, ich glaube, das passiert anderen nicht, aber mir passiert das. Und ich bin eben ein Normalo. Und das hat man dann ja nicht so gut, meine Meinung, nicht so gut konstruiert. Das hätte man ähnlich machen, so wie, ähnlich machen müssen wie hier. Weil das hat gut funktioniert. Gut. Ich repariere das einmal und dann bin ich mit der Bauphase Ausgabe 22 wieder für euch da. Vier Fäuste, ja. Da haben wir die vier Fäuste für ein Halleluja. So, beide Hände sind dann fertig. Dann können wir dann, wir können ja mal einfach mal schauen, wie das aussehen kann. Jetzt habe ich den rechten Arm über die linke Hand. Dann nehmen wir mal den rechten Arm und die rechte Hand. Das kommt hier nachher irgendwann ran. Dann kann man das hier so rüberschieben und so wird das nachher aussehen. Ist aber noch nicht final, also kommt das erstmal weg. Und auf jeden Fall haben wir beide Arme und beide Hände. Und jetzt habe ich gedacht, normalerweise hätte ich das erwartet, wir bauen die Hände an. Nein, wir kriegen ein Fußgelenk. So nenne ich das Ganze mal. Das haben wir hier. Schwerstmetall. Und ja, da kommt wieder so ein Aufkleber rüber. Ach, werden wir mal ein bisschen dichter rangehen. Und hier mal die Flolie entfernen. Oh, und dann kommt das Ganze hier ran. Warte mal, so. So hat er angefangen in der Bauanleitung. Dann machen wir das auch. Oh, dann drehen wir das mal hier rum. Filibum. Und kommen fast wieder am anderen Ende an. So, schön festgemacht. Und so sieht das dann aus. Dann haben wir hier das Drehgelenk, was jetzt natürlich noch nicht dreht. Das geht nämlich schön schwer, das ist auch gut so. Und dann haben wir hier diese Verbindung und das kommt dann hier rein. Geht auch nicht weiter. Und das wird mit den Imbusschrauben, wird das dann festgeschraubt. Dann setzen wir die mal hier an. Guck mal, kriegen wir mit der Hand sogar ein kleines Stückchen reingedreht. Hier auch. Und dafür haben wir ja den Imbus. Ich würde sagen, das ist Ikea-Imbus, der passt. Weiß ich nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich glaube, der war dabei, weil den habe ich mir hier immer hingelegt. Habe ich nicht in der Packung, wo ich die Batman-Sachen drin habe, den hatte ich mir so hingelegt. Falls ich meine Frau mal einen Ikea-Schrank kauft. Ne? So, dann nehmen wir dieses Gelenk, legen das, halten das so und das, was wir hier gerade gebastelt haben, hier, du Klebeband, und schieben das so rüber. Und auch hier kommt dann wieder die Imbusschraube rein. Und die hat ja hier so ein bisschen Zeugs drauf, um das Ganze zu sichern, dass die Schraube fest bleibt und sich nicht durch Erschütterungen löst. Ja, Erschütterungen
So viel haben wir hier in meinem Bastelkeller auf jeden Fall nicht. Hier gibt es keine Erschütterung der Macht. Warum? Weil meine Frau hier nicht in meinen Bastelkeller reinkommt. Also gibt es keine Erschütterung der Macht. Oh Mann. Wenn der General das jetzt gehört hat. So. Im Busse alle rein. Schlüssel wieder vernünftig beiseite legen. Und also gedreht kriege ich es jetzt nicht. Aber nur um das einmal mal zu zeigen. Hier ist es. Das Gelenk nachher vom rechten Fuß. Nee, vom linken Fuß. Weil hier kann man das sehen. Das ist ja der mutmaßliche linke Fuß. So. Crash, Boom, Bing, Poff. Ja, wie auch immer. Gut, das waren dann die Bauphasen 18, 19, 20, 21, 22. Also 5 Ausgaben und haben wir alles geschafft. Ja, guckt euch mal an, diese kleinen Batman-Fäuste. Damit will er mich beeindrucken. Ja, da lachen ja die Hühner. So, ne? Beide Hände fertig. Und ein Gelenk für den linken Fuß. Das heißt, in den nächsten Bauphasen wird es mit dem linken Fuß weitergehen. Und ja, wir freuen uns drauf. Also ich auf jeden Fall. Ich und ich. Also ich und Joker. Ne? Ne? Ja, ja, sagt er. Wir freuen uns da auf jeden Fall drauf, dass wir den Batman bald wieder weiterbauen können, dürfen, möchten, sollen. Und so weiter und so fort. Und ich möchte nicht vergessen, vielen lieben Dank an Micha von daspartworkhaus.com, der dafür sorgt, dass ich den Batman bauen kann. Das heißt, er bestellt die Sachen für mich in Frankreich und schickt sie mir auch noch zu, verpackt sie und so weiter alles. Also ja, der macht sich ganz schön viel Arbeit. Vielen lieben Dank, lieber Micha. Hast du gut gemacht. Ich hoffe, das geht auch noch so weiter. Also, schöne Grüße nach Berlin an daspartwerkhaus.com. Ich werde nimmer müde, das immer wieder zu erwähnen, weil Micha ist ein Freund geworden. Und ihr, meine lieben Freunde, vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das tut auf jeden Fall gerne wieder. Bleibt weiterhin neugierig, schaut wieder rein, passt auf euch auf. Das Wichtigste natürlich, bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und... Kick mal wieder in bei Batman vs. Joker. Hier ist meine Karte.